Sind wir noch Familienbetrieb oder sind wir schon Agrarindustrie? Die Landwirtschaft erlebt gerade in den letzten 10 Jahren weniger einen Wandel, sondern eine Entwicklung. Und das ist super. Wahrscheinlich aber auch der Grund, warum wir diese Frage als Landwirt öfters hören und sie uns sogar selber stellen. Unsere wichtigste Aufgabe ist die Produktion von Lebensmitteln. Wir ernähren unsere Mitmenschen. Die Bevölkerung wächst auf der ganzen Welt jeden Tag. Der Hunger aber auch. Da, finde ich, wird einem die Verantwortung und Wichtigkeit unserer Aufgabe, unseres Berufes noch einmal sehr klar. Es verdeutlicht aber auch, wie unendlich groß diese Aufgabe ist und dass sie ohne industrielle Disziplin, modernste Technik und strukturierte Abläufe nicht funktionieren kann. Und auch wenn unsere Technik und Standards industriell sind, so steht bei uns doch im Mittelpunkt des Ganzen eine starke Familie mit Herz und mit Seele. Das macht es so wunderbar lebendig und beschert dem Hof Wurzeln als auch gleichzeitig Zukunft. Landwirtschaft hat keine Sonderstellung. Wir sind mittendrin und genau da wollen wir auch sein. In der Gesellschaft. Persönlich, familiär, trotzdem immer interessiert und offen. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht auf unserem Familienbetrieb. Denn die Mitmenschen sind es, die das Leben fröhlich und bunt machen. Aus diesem Grund haben wir bei uns auf dem Hof auch eine Kapelle gebaut, weil es wichtig ist, zusammenzukommen. Auf der anderen Seite ist der Umgang der Menschen hier miteinander im Geiste des Familienbetriebes. Wir wollen gemeinsam durch dick und dünn gehen. Das heißt für uns, egal ob als Nachbarn oder als Handelspartner, nur in einem respektvollen und feinen Miteinander können und wollen wir alle langfristig Erfolg haben. Ich selbst bin ein absoluter Planer. Ich mag es einfach, alles zu optimieren und Prozesse wie ein Uhrwerk ineinander greifen zu lassen. Dabei hilft mir die modernste Technik, aber auch der Blick aufs Detail. Erst indem ich meinen Blick schärfe, kann ich das große Ganze verstehen und verbessern. So schaffen wir es im industriellen Sinne, effektiver und effizienter zu werden, was es am Ende möglich macht, hochwertige Lebensmittel so zu produzieren, dass sich diese jeder leisten kann. Die aktuellen Zeiten verdeutlichen es uns. Es geht in der Versorgung nicht nur um Masse, sondern auch um die Qualität unserer Lebensmittel. Dieser unbedingte Anspruch nach gesunden, sauberen Lebensmitteln lässt sich nur mit industriellen Standards und Qualitätsniveaus sicherstellen. Wir können nicht einfach sich selbst überlassen wachsen lassen. Im Gegenteil, denn wir schützen mit Pflanzenschutz ja nicht nur unsere Pflanzen beim Wachsen, sondern am Ende auch und vor allem die Menschen, die sie essen. Zusammenkommen heißt es bei uns natürlich auch am Arbeitsplatz. Denn Teamwork ist ganz oft gefragt. Außerdem wollen wir für unsere Mitarbeiter die besten Arbeitsbedingungen mit geregelten Arbeitszeiten und modernsten Arbeitsplätzen auf industriellem Niveau. Und das spürt man dann wirklich im Einsatz der ganzen Crew. Ein richtig tolles Gefühl, wenn alle voll motiviert sind, mit ganz viel Begeisterung dabei sind, alles so richtig rund läuft und wir gemeinsam mit Familie, Mitarbeitern und Freunden alle einen Schlag reinhauen für das Ziel, unsere Mitmenschen zu ernähren. Alles in allem gibt es auf unsere Frage keine Schwarz-Weiß-Antwort. Unsere Landwirtschaft ist beides, sowohl Familienbetrieb als auch Industrie. Und das ist auch wahrlich gut so, weil all diese vielen Seiten der Landwirtschaft sie erst so lebenswert machen, aber auch weil die Landwirtschaft so heutzutage besser denn je in die Welt passt.